101. Folge FIFA 16 und wir spielen gegen RB Leipzig. Die sind leider aufgestiegen. Ja, und jetzt müssen sie damit rechnen, was ihnen in so einer Liga geschieht, wenn eine Mannschaft wie Bayern München zu Gast ist. Versuchen wir das Beste aus der Brausemannschaft herauszuholen. Baby Selke immer noch bei Leipzig. Nach zwei Saisons. Jetzt auch seine dritte Saison bei Leipzig. Hält sich wohl wacker. Das Gehalt wird wohl kein Problem sein, das zu zahlen. Tja, Sabitzer mit dem ersten Schuss. Das war wohl eher nichts. Und zwar darf abstoßen. Und Lewandowski leitet den weiter. Neymar! Das war ganz knapp. Der hätte den mitnehmen können. Oh, das war gut gemacht. Neymar. Neymar. Nimm mal der Leerstand hier. Neymar. Und ein Tor. Aber es zählt als Tor für Neymar. 1:0. Tja. Rote Bullen. Da guckt er blöd. Da bringt euch eure Brause auch nichts weiter. 1:0. Ich glaube, wäre der Innenverteidiger nicht angegangen, dann wäre der Ball trotzdem reingegangen. Alles klar. Neymar auf jeden Fall mit dem 1:0. Und das lässt sich doch schon mal sehen nach so kurzer Zeit. Vor allem Neymar lebt sich gut ein. Ist, glaube ich, schon sein drittes Saisontor. Das lässt sich doch ansehen, wieder mit der Balleroberung. Schnell weiter hier alles. Zack, zack. Tiki-Taka vom Feinsten. Lewandowski leitet den Ball herrlich weiter zu Neymar, der in die Mitte lassen will, aber da ist der Torwart. Sabitzer, Bruno. Leitet weiter zu Sabitzer. Klostermann. Klostermann immer noch. Fehlpass. Lewandowski, Müller leitet weiter zu Lewandowski. Lewandowski, ja, ganz knapp, das wäre die perfekte Drehung gewesen. Aber er kommt noch ran. Klostermann mit dem Ball ins Haus. Neymar mit dem Einwurf. Müller. Warum Neymar dann nichts macht, frage ich mich auch, weil ich habe gedrückt. Aber okay, okay. Dann nicht. Lahm. Offensiv. Bitte was? Das war ja ein Foul an mir. Freistoß. Courtois. Und vorne ist Lewandowski, glaube ich, noch alleine. Oh ja. Oh ja. Nee, doch nicht. Ach, da befreien sich nochmal gerade so. Rosenberg. Danke kommt. Kurz war es auch da. Und Kroos. Der ist natürlich nicht schnell. Ja, hier wieder das Traumzusammenspiel. Lewandowski und Müller. Und erneut 2:0. Robert Lewandowski. Die Standardkombination schlechthin. Müller, Lewandowski, Lewandowski, Müller. Und Lewandowski diesmal der Abnehmer. In der Mitte trischt das Ding. Volle Kanne ins Netz. 2:0. Ganz easy. Bruno. Vidal mit einer Klasse-Eroberung. Das kann doch nicht wahr sein. Dann pfeift er so spät erst. Freistoß. Geklärt. Geklärt. Und wenn Lewandowski den Ball etwas besser gespielt hätte, hätten wir auch eine perfekte Kontersituation gehabt. Somit Angriff für Leipzig über Bruno. Und vorbei. Da hat mich gerade Müller einfach weggestoßen. Kam ich nicht an den Ball. Gute Eroberung von Kroos. Lewandowski.
Costa, von dem ist heute noch gar nichts zu sehen. Sehr schlecht gespielter Pass von Vidal gerade. Forsberg mit dem Fehlpass. Und Kroos mit dem Fehlpass, aber ist egal, der bleibt noch dran. Lewandowski unten ist Neymar und Klostermann fängt das Ding ab. Sabitzer gegen Kroos. Sabitzer vorbei fürs Erste an Kroos. Foul gibt nichts, er pfeift ab. Halbzeit 2:0 für uns. Auf geht's. Linienhilfe Nummer 2 über Costa. Neymar köpft zurück zu Alaba. Costa und Tüton, der ist gewechselt von Stuttgart zu Leipzig. Hätten wir es auch fürs Protokoll. Ecke. Geklärt. Neymar. Boateng. Benatia abgeblockt. Jung. Orban. Klostermann. Jetzt kommen sie nochmal über die rechte Seite. Flanke kommt. Kurz war es da. Keine Gefahr. Costa. Costa zieht davon. Schnell wieder Blitz. Aber die Mitte. Oh, Ecke. Lahm mit der Ecke. Lewandowski, Mann! Dann köpft er den Fallrückzieher von der Linie weg. Und Freistoß, das ist eine gute Variante. Nicht Kroos, sondern Alaba darf nochmal schießen. Alaba, 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 wunderbar! 3:0, David Alaba, herrlicher Freistoßtreffer. Lass ich ihn nochmal schießen und dann zimmert er das Ding so rein, wie ich es gerne hätte, aus gut 30 Metern. Die Mauer springt hoch und da kann Tüton auch nichts machen. Einfach ein super Freekick von David Alaba. Der schießt damit auch sein erstes Saisontor. Wir schießen mal wieder ein Tor in der zweiten Hälfte. Ist auch ganz schön. Forsberg. Groß. Gut gemacht. Müller. Platz, Lewandowski, noch Platz, Neymar, 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 verliert den Ball, Klostermann. Und der Abstoß. Gut, Ball gewonnen, Müller. Das ist ein Foul. Schiedsrichter sieht es nicht, aber egal. Das wäre Abseits gewesen. Aber kurz war es ja jeder. Das ist Abseits. Oder auch nicht. Das wundert mich jetzt aber schon. Müller. Und wieder alle an den Pfosten. Nachschuss, nochmal Nachschuss und Elfmeter. Ganz klare Sache, Elfmeter. Toni Kroos gefoult, Sebastian Jung zieht ihn da um. Ganz klare Sache. Lewandowski tritt an, drin, 4:0.
Deckel drauf. In den Winkel dieser Elber. Da kann Züßer machen, was er will, an den kommt er nicht ran. Saisontor Nummer 5. Fehlen noch 27 für den Rekord. Gut gemacht. Müller. Costa, von dem ist heute noch wirklich fast nicht zu sehen. Jetzt läuft er mal. Jetzt läuft er mal. Costa mit dem Schuss aus Distanz. Darf er mal heute nochmal schießen. Nach seiner kleinen Dribbeleinlage da. Costa. Costa vielleicht aber sogar nochmal eine Torvorlage geben. Vielleicht. Ja, Müller. Oh, ganz, ganz haarscharfes Ding. Schade. Schuss von Südon. Vidal. Lewandowski, Neymar. Neymar! Tüten lässt abprallen. 5-0 Müller. Damit weiß Leipzig nun auch, dass sie in der Bundesliga nichts verloren haben. Riesenabwehrbock von Tüten da. Und den nutzt Müller dann auch eiskalt aus. Das ist für ihn auch schon das vierte Saisontor. So, passiert jetzt noch mal irgendwas? Nein! Aus! Wir gewinnen diese Partie mit 5-0. Ganz klar verdient. Leipzig an die Wand geklatscht. That's how the rules go here in the Bundesliga, ne? Und wir sehen uns im nächsten Part wieder beim Champions Cup gegen Spartak Moskau. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.